haben Sie nicht noch so ein anmutiges, ein zärtliches Wesen für uns? Aber selbstverständlich, Majestät. Der Schauspieler Nicolas Ofzarek. Doch immer nicht repariert, gell? Ja, die Kraus kann auch nicht alles. Husch. Zweifelstein. Majestät. Anmutig und zart. Majestät, Herr Ofzarek ist Schauspieler. Er kann es spielen. Das auch? Schau. Ofzarek, was hat er denn gespielt in letzter Zeit? Hm? Zum Beispiel. Zum Beispiel durfte ich mitwirken in einer neuen österreichischen Fernsehserie mit Namen Braunschlag. Schau, haben wir da was verstanden? Sehr wohl, Majestät, es geht in dieser Sendung darum, dass ein, wenn Majestät diesen Ausdruck gestatten, etwas kurioser Bürgermeister gemeinsam mit einem Diskothekenbesitzer einen Komplott schmiedet. Hofbildstelle, bitte! Und wer hast du das vorgestellt? Na Wunder, halt, eine Marineerscheinung. Da kommen die Urlauber. Denen verkaufen wir dann ein Heilige Maria-Menü, ein Holy Mary-Cocktail. Wir verdienen uns deppert, Richard. Das Wunder vom Braunschlag, das klingt das super. Na, wenn mir jetzt schon gar nicht besser klingt, oder was? Das ist ja der nächste Chance. Das ist kein Chance. Wenn das funktioniert, bin ich der größte Bürgermeister, was Braunschlag je gehabt hat. Momentan eher der katastrophalste. Wie ist das so, als Vollprofi mit seinem Dilettanten zusammenarbeiten zu müssen? Majestät, ich muss sagen, mein Ehrenkodex verbietet es mir, über einen Kollegen und Freund in der Öffentlichkeit schlecht zu reden. Es sei denn, Majestät, befehlen es mir. Wir bestehen darauf. Nun, kann Eurer Majestät nicht recht geben, dass dieser Kollege ein Dilettant ist. Ah. Wobei, ein Dilettant übersetzt ist ja ein Liebender, ein den Beruf verehrender. Ja. Und in dieser Hinsicht muss ich Eurer Majestät recht geben. Dieser Mann ist ein Dilettant. Wir wollen den Namen nicht erwähnen. Nein. Aber hat auch nicht verdient nach dem, was man da gesehen nein, hat. Nein, das, jetzt ganz im Ernst, das Problem, wenn man überhaupt von Problemen sprechen kann, ist die Diskrepanz zwischen Harmoniesucht und ADS. So was befürchtet. Red mal von wichtigeren Sachen als diesem Dilettanten Seifenstein. Wo hat er denn noch gespielt? Sagen Sie uns was. Majestät, der Ofzarek gab wiederholt den Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Ja, das haben wir gelesen. Los. Nur diese Nacht bis Sonnenaufgehen, dass ich mit Treue möge in mich gehen. Dergleichen wird von mir nicht erbeten, wo ich tu einen Mann antreten. Dem schlag ich auf sein Herz mit Macht. Wird vorher kein Anzeig beigebracht. Lieber mich! Was hebe ich an? Mit Weinen wird nur Zeit vertan. Hätte ich für mich ein ledig Stündlein Zeit, mir zu gewinnen ein Geleit, dass ich nicht Mutterkind allein vor meinem Richter müsste sein. Meinst du, dass solches dir gewinnt? Nur nicht allein vor das Gericht. Großartig. Sei verstanden? Majestät? Wir haben immer schon vermutet, dass der Tod ein Beefke ist.
Majestät, es handelt sich in diesem Fall um den deutschen Schauspieler Ben Becker. Ja, aber das macht's auch nicht besser, sagt ein. Es verleidet einem das ganze Sterben, wenn der Tod ein Beefke ist. Ne? Also, wie war es mit dem Becker zusammenzuarbeiten? Eine, Majestät, eine sehr ähnliche Erfahrung wie mit dem Dilettanten. Ja, aber der Becker scheint ja vollkommen verrückt zu sein. Eben. Aha. Gut, wer hat in Jedermann kommt ja auch diese Frauenrolle vor, die ununterbrochen den Mund offen hat, wie heißt die? Man sieht meinen die Botschaft gegeben von Birgit Minichmeier, Hofbildstelle. Ich muss allerdings darauf hinweisen, Majestät, dass diese Rolle im ganzen Stück exakt 26 Sätze zu sprechen hat. Ja, was haben wir gerade gesagt? Stell dir kurz den Mund offen. Also, wie war das? Mit ihr zu spielen ist eine großartige Schauspielerin, ne? Gut. Nein, es ist die weibliche Übersetzung der vormals genannten zwei Protagonisten. Hat er nur mit Depperte zu tun? Liegt das vielleicht an ihm? Und nicht ja, an den anderen? Wollte das gerade sagen. Ich behaupte nicht, dass ich kein Depperter bin. Ah, das ist er schon auch, oder was? Ja, natürlich. Am Burgtheater spielt er ja auch. Ne? Was spielt er da aktuell zum Beispiel? Viele Rollen offensichtlich, weil er macht. Ja, ich muss nachdenken. Na? Aktuell spiele ich gerade in Professor Benardi den Unterrichtsminister Dr. Flint. Ich spiele den Alfred in Geschichten aus dem Wienerwald. Ich spiele Sir Toby in Was ihr wollt. Ich probe gerade Onkel Vanya von Anton Tschechow. Und sonst fällt mir nichts ein, aber ich glaube, es sind noch zwei Sachen. Ja, einen Shakespeare-Sonett-Abend und das letzte fällt mir nicht ein. Jede Menge, ne? Und das muss, den Text hat er alles in dem Schädel. Mein groß genug wäre, der hat einen Schädel wie ein Shetland-Pony, ne? Majestät, lustigerweise oder fatalerweise hat mir der Dilettant diesen Witz auch schon mal erzählt. Das ist kein Witz, das ist eine Tatsachenbeschreibung. Ja? Haben wir einen Sattel, damit wir auf ihm davonreiten können, Seifelstein? Nein, haben wir nicht. Ne? Also, er spielt ja auch andere Sachen. Seifelstein, wir haben ja noch ein Material schon einmal von ihm gesehen. Vollkommen korrekt, Majestät. Herr Ofzarek war zum Beispiel Nico Pelinka, der beinahe Büroleiter von ORF-Generaldirektor Alexander Brabetz. Hofbildstelle, bitte. Das letzte Mal, wie ich mit dem Alex die Gästeliste von Im Zentrum besprechen wollte, hat er gesagt, red mir's in ein Sackerl und stell's mir vor die Tür. Das habe ich dann nicht gemacht, aber abgeholt hat's niemand. Er kann wahnsinnig viele Sachen imitieren, Seifelstein, sehr großartig. Der kann wirklich in jede Rolle eintauchen und alles verkörpern. Und dieses Talent brauchen wir jetzt von ihm, Ofzarek. Wir haben nämlich ein riesengroßes Problem. Wir als Kaiser von Österreich werden ununterbrochen von ausländischen Mächten bedroht. Ja? Wir haben erst neulich wieder einen Drohbrief bekommen, Seifelstein. Korrekt, Majestät. Wenn ich zitieren darf, du Falott, das Kind ist von dir, das weißt du ganz genau. Wenn ich dich erwische, dann passiert was. Ausländische Mächte. Typisch, wahrscheinlich aus Salzburg oder Steiermark oder irgend sowas. Ne? Ja, und deswegen muss er uns schützen. Offensichtlich wird ein Attentat demnächst auf uns verübt. Ne? Seifenstein, vielleicht kann er als Kaiser-Dubel uns schützen. Ne? Das hat ja auch dieser, wie heißt der, dieser die Spotins dann aufgehängt haben. Majestät, meinen Saddam Hussein, ja, Hofbildstelle? Ja. Wo man jetzt nicht sicher ist, haben sie das Double aufgehängt und wohnt er inzwischen in Kärnten oder im Koalentunnel, ne, in einem Seitenstollen, weiß man nicht. Ne. Wir wollen uns auf jeden Fall die Möglichkeiten offen lassen. Also, Ofzarek, wir machen jetzt eine Probe mit ihm. Seifelstein, lass uns das Kostüm bringen. Auf. Vormärz. So.
Ja. Anziehen. Ausgezeichnet. Schau, wie zackig der das macht, Seifenstein. Ja. Wir helfen ihm schon, ist er so ungeschickt, gell? Diese Schauspieler brauchen immer jemanden, der ihnen hilft. Ja? Unterschied zum Beispiel zu Kabarettisten, die sind geschickt. Ja? Das ist nichts, das gehört noch auf. Ja? Er ist ein bisschen zu dick, kommt uns vor. So, herzeigen, so, ja, ja. Klein ist auch Seifenstein, klein, klein. Majestät, vielleicht könnten wir das verspielen, indem wir ihn auf den Thron setzen. Also ausgezeichnete Idee, hinsetzen, Aufzeig. Majestät. So, Aufzeig. Jetzt zeigen Sie uns einmal, wie geht ein Kaiser. Majestät, was? Machen Sie uns den Kaiser, los. Majestät, ich bräuchte vielleicht die Handschuhe. Na? Darf Majestät aufmerksam machen, dass man eigentlich den linken Handschuh anhat? Und den rechten Handschuh in der Hand hält. Ja, wenn er das 1,5 Stunden macht, wieder draufkommen, dass man dann einen kleinen Gebirgsbach in der Hand hat. Ne? Majestät, bin ein reproduzierender Darsteller, ja? Darf also um Anweisungen bitten. Ja. Er redet so undeutlich. Spucken Sie den Kaugummi aus. Haben Sie keinen Kaugummi drinnen? Sie haben eine Sprechausbildung, nicht? Majestät, was wünschen Majestät? Ja, imitieren Sie uns, also versuchen Sie es halt, Aufzereck. Sagen Sie zum Beispiel, Seifenstein, was ist in der Post? Seifenstein, was ist in der Post? Beachtlich, Majestät. Also, beachtlich, Majestät. Das war doch nicht beachtlich, Seifenstein. Na, machen wir die Probe, Seifenstein. Majestät, meinen den höfischen Lackmustest? Selbstverständlich, Seifenstein. Also, zu Befehl, Majestät. Augenweide. Aus, 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 aus. Da, ab, ab durch die Mitte, ab durch die Mitte. Nachhilfeunterricht, heute noch. Vollkommen unglaubwürdig, Aufzeig, vollkommen unglaubwürdig. Sie müssen offensichtlich noch ein bisschen üben. Ja? Wir geben Ihnen jetzt Gelegenheit dazu. Wir werden ihm dann Nachhilfeunterricht geben. Bis dahin darf er sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein. Husch. Hey,